Hallo Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Kurz angespielt hier auf Holase. Ich bin SigD und ich zeige euch heute Dirt Rally. Ja, wir von Holase hatten tatsächlich nach dem Release am 2. März, war es der 2.? Ja, ich glaube, die ehrenvolle Aufgabe, Dirt Rally für euch unter Linux zu testen. Und das habe ich auch gemacht. Was gibt's zu Dirt Rally zu sagen? Dirt Rally, die meisten kennen es schon, ist der neueste Streich von Codemasters. Was heißt der neueste? So neu ist es nicht mehr. Es gibt es jetzt schon fast 2 Jahre. Es ist jetzt schon fast 2 Jahre raus, aber bisher nur für Windows. Und auch hier, wie schon bei Grid Autosport, hat sich Feral Interactive hingesetzt und einen Linux-Port gemacht. Und ja, jetzt ist der Linux-Port endlich raus. Und haben wir uns das doch mal angesehen. Was ist aber bei so einem aufwendigen Spiel wichtig? Natürlich die Performance. Und die schauen wir uns als erstes an. Aber da wir natürlich einen Vergleich brauchen, habe ich mich tatsächlich hingegeben und die Performance auch unter Windows getestet. Und das schauen wir uns jetzt zuerst an. So, und da befinden wir uns auch schon in diesem Windows 10. Ich habe tatsächlich, also es ist eine native Installation, keine VM, es ist nichts, es ist dieselbe Hardware, wie die ich Linux auch nutze, dass ich im Endeffekt zum Zeigen habe, wie gut Dirt Rally hier denn läuft. Ich werde alles vergleichen, also ich werde einen Benchmark-Test machen und ich werde auch mal sehen, wie lange Windows tatsächlich braucht, um es zu starten. Und wie gut das auch läuft mit der Aufnahme. Weil da wohl doch der ein oder andere schon Probleme hatte. Dirt Rally ist, wie schon erwähnt, leistungshungrig. Dirt Rally ist sehr leistungshungrig. Wir werden es jetzt einfach mal starten und den Benchmark laufen lassen. Ja, herzlich willkommen bei Windows. Man merkt's, ich starte Dirt Rally jetzt hier zum ersten Mal. Definitiv, ich habe das nicht vorher getestet. Ich werde es jetzt einfach mal ausprobieren. Und ja, dann schauen wir doch mal, wie das aussieht. Ja, und da startest du noch schon. Auf meinem zweiten Bildschirm sagt der OBS, ich nehme nur noch mit einer Framerate von 4 FPS auf. Ich hoffe zutiefst, dass die Aufnahme flüssiger aussieht als jetzt gerade im Moment. Okay, OBS sagt, ich nehme gar nichts auf. So, und da das jetzt unter Windows nicht funktioniert hat, ja, es ist tatsächlich so, sobald ich das Spiel starte, kann ich nicht mehr aufnehmen. Ich kann Dirt Rally unter Windows nicht richtig aufnehmen. Was zeigt, dass es nicht ganz cool ist. Kann aber auch an Windows liegen. Zur Info, die Hardware, die ich verwende, steht unten in der Videobeschreibung. Die ist natürlich auf beiden Systemen gleich. Und jetzt werden wir uns das Ganze mal unter Linux anschauen. In meinem Fall unter Ubuntu Mate 16.10. Und dann starten wir doch einfach mal Dirt Rally und gucken mal, was hier dabei rüberkommt. Ja, den Optionsbildschirm, den kriege ich unter Windows schon gar nicht. Den brauche ich aber, kann ich aber eigentlich auch ausschalten. Ich brauche ihn nicht. Und los. Dann schauen wir doch mal, wie lange Dirt Rally braucht. Oh. Das geht schnell. Codemasters. Doch, das geht wirklich schnell. Das geht überraschend schnell. Sehr schön. So. Dann gehen wir mal da rein. Gehen in unsere Optionen, gehen in die Grafikoptionen und dann, ich zeige es euch, die sind Voreinstellungen auch hier sehr hoch.
Der Videomodus ist, so wie er auf sehr hoch nun mal ist. Und dann starten wir auch hier mal den Benchmark-Modus. Ich muss es dazu sagen, ich versuche jetzt hier diesen Benchmark-Modus zwar aufzunehmen. Und ich werde euch das Endergebnis mit Aufnahme zeigen. Ich werde euch auch das Endergebnis von einem Benchmark-Modus ohne Aufnahme zeigen. Dass ihr auch seht, wie viel Performance schluckt tatsächlich eine Aufnahme für die, die es vielleicht Let's Playen wollen von euch. Mag's ja geben. Schauen wir uns das doch mal an und gucken mal, wie das läuft. Keine Schleife. Und los. Ja, Ladezeit. Obwohl es halt schon enorm gut aussieht. Faszinierend, es läuft halt trotz Aufnahme wahnsinnig flüssig. Also wirklich. Das fasziniert mich jetzt gerade, dass das unter Linux funktioniert und unter Windows nicht. Bei selben Einstellungen übrigens vom Open Broadcaster Studio. Ja, und das ist schon was Bekanntes. Ihr seht unten links in der Ecke meine FPS-Anzeige. Die ist jetzt schon über 60. Das ist normal. Das ist in der Motorhaube oder vor dem Fahrzeug an sich eine bessere Performance hat als hinter dem Fahrzeug. Weil es muss ja das Fahrzeug selber nicht angezeigt werden. Das ist ja klar. Aber selbst auf höchsten Einstellungen. Also nicht auf höchsten, ich habe Multisampling aus. Einfach weil meine Grafikkarte das nicht schafft. Aber es läuft faszinierend flüssig. Und das ist sehr, sehr gut. Und man ist es nicht unbedingt gewöhnt, dass die Linux-Ports von Feral Interactive eine gute Performance haben. Aber ich muss sagen, Dirt Rally hat eine sehr, sehr gute Performance. Dazu muss aber auch gesagt werden, mein PC ist, wie ihr es unten lesen könnt, ausgestattet mit einem AMD Ryzen 7 1700X. Der macht viel aus, der macht sehr, sehr viel aus. Ich hatte davor drin einen AMD FX 8350, also ein 8-Kerner mit 4 GHz. Der hat diese Performance geschafft auf niedrigsten Einstellungen, ohne Aufnahme. Also die CPU ist da ein sehr ausschlaggebender Punkt. Also mit einer leistungsstarken CPU geht da richtig viel. Die Grafikkarte ist nicht mal so aufwendig. Ich habe meine GTX 780, die ist jetzt auch schon ein paar Jahre alt, aber die läuft. Die läuft und das ohne jegliche Probleme. Und die packt das hier auch recht gut, nur das Multisampling, da ist ein bisschen schwach bebrüstet, will ich jetzt mal sagen. Aber der Benchmark-Modus scheint doch weit besser zu verlaufen als unter Windows. Erschwerend hinzukommt, was man hinzufügen muss. Die Performance im Benchmark-Modus ist schlechter als nachher in Game. Das ist tatsächlich so. Weil im Benchmark-Modus natürlich anders belastet wird. Ganz anders. In Game nachher ist die Performance erfahrungstechnisch bei mir, also das ist nur meine Meinung, ist die Performance bei mir nochmal 10-15 FPS habe ich da mehr. Durchgehend. Also das ist tatsächlich noch ein Unterschied. Der Benchmark-Modus ist aber natürlich gut, um anzugeben, hey, was erreicht der denn überhaupt? Und da hätten wir es. Wir hätten durchschnittlich 54,15 FPS, Minimum 40 FPS, Maximum 81 und das mit Aufnahme. Die Aufnahme läuft nebenher. Jetzt werde ich das Ganze nochmal machen, ohne Aufnahme, und dann zeige ich euch das nochmal. So, dann wäre das erledigt. Und wir sehen, die Aufnahme schluckt nicht allzu viel Leistung. Wir haben durchschnittlich 57,38 FPS, Minimum 43,21 und Maximum
82,48 FPS. Was zeigt uns das jetzt im Vergleich zu Windows? Die Performance ist grundlegend minimal schlechter. Das ist wirklich so. Die Performance ist minimal schlechter. Es ist nicht viel, aber ausreichend, dass man sagen kann, es ist schlechter. Was aber zu sagen ist, dass Aufnahmen unter Linux besser funktionieren als unter Windows. Das ist aber nicht jetzt das Thema des Videos. Jetzt habe ich euch den Benchmark gezeigt. Aber natürlich wollt ihr natürlich. Sowas sagt man doppelt als YouTuber. Ja, sowas macht man. Dann zeige ich euch jetzt gleich noch, was kann man denn in Dirt Rally eigentlich machen? Und dafür sehen wir uns gleich. So, dann habe ich jetzt Hardcore, wie ich bin, mein Lenkrad angeschlossen. Ich spiele mit einem Logitech G27, mit Handshifter, mit Pedalerie, mit allem drum und dran. Wie sieht es mit der Unterstützung aus? Die Unterstützung ist gigantisch. Man steckt es ein und es tut. Es tut einfach. Hier, ich kann mit dem D-Pad auf dem Shifter im Menü durch die Gegend. Ich kann hier in die Option, wenn ich jetzt nur wüsste, welche Taste bestätigen wäre. Nein, beenden möchte ich nicht. Ah, hier. Jetzt habe ich auch die Bestätigen-Taste gefunden. Da können wir in die Steuerung rein. Wir können sagen, welche Voreinstellung hätten wir denn gern? Wir können einmal sagen, wir fahren mit der Tastatur. Nein. Und wir können sagen, wir fahren mit dem Logitech G27. Und das tun wir natürlich. So. Und der Rest ist eigentlich fertig eingestellt. Man muss sich natürlich vorher auseinandersetzen, welche Taste jetzt was ist. Das macht man, kann man machen. Und manche machen es halt auch wie ich. Die probieren einfach aus. Und genau das tue ich. Ich probiere einfach aus. Dann, was kann man in Dirt Rally machen? Man kann in Dirt Rally einmal Rally fahren, wie der Name schon sagt. Und man kann auch Hillclimb fahren. Auf Pikes Peak. Das schauen wir uns aber erst nachher an. Zur Rally. Man kann hier ein individuelles Event starten, was ich euch jetzt kurz zeige. Einmal Rally, einmal Hillclimb und natürlich, was wäre ein Rally-Spiel ohne Rallycross? Das ist auch die einzige Möglichkeit, in Dirt Rally im Multiplayer zu spielen. Ja, was wir uns jetzt aber zuerst anschauen, ich zeige es euch jetzt kurz. Nachher schauen wir an, was die Karriere bringt. Rally. Wir können die Location aussuchen. Als Location hätten wir Griechenland, wir hätten Wales, wir hätten Monaco, wir hätten Deutschland, Finnland, Schweden. Ja, das wär's. Wir können sagen, wie viele Etappen wir in unserem individuellen Event fahren wollen. Wir können sagen, ob wir gegen KI-Fahrer, gegen das Community-Delta oder gegen unsere persönliche Bestzeiten fahren. Und die Schwierigkeit. Ja, ich fahre auf Profi, weil Elite und Meister... ja, ich muss dazu sagen, wenn ihr mich fahren seht, nehmt's mir nicht allzu übel. Ich bin normalerweise ein Rundstreckenfahrer, also ich fahre sehr viel. Aber, ich bin nicht ganz der beste Rallye-Fahrer. Aber das werdet ihr gleich sehen. Wir schauen uns jetzt mal kurz die Karriere an. Die habe ich mir nämlich jetzt tatsächlich noch nicht angesehen. Der Teamleiter schreibt, hallo, ich bin dein Teamleiter. Es ist toll, Teil deines Teams zu sein. Ich führe dich mal durch die Grundlagen. Oh, das ist schön, da muss ich euch nicht zu viel erklären. Das hier ist dein Karrierebildschirm. Wenn wir bereit sind, können wir in Meisterschaften und Online-Rennen teilnehmen, wo wir Punkte gewinnen können, um weitere Fahrzeuge zu kaufen und das Team erweitern zu können. Ach, jetzt. Hier. Satzbau, ne? Zunächst brauchen wir jedoch ein Fahrzeug. Du solltest daher die Garage aufsuchen, um ein Fahrzeug zu kaufen. Das werden wir doch jetzt glatt mal tun. Wir gehen jetzt in die Garage. Wir müssen eine Fahrzeugklasse auswählen, mit der wir in der Meisterschaft antreten können. So, wir haben jetzt als Fahrzeugklassen in Dirt Rally einmal die 60er, die 70er, die 80er, Gruppe B, was ich persönlich überepisch finde. Gruppe B mit Heckantrieb, genauso episch. Gruppe A, die F2 Kit Car, die L4, die 2000er, die 2010er und auch hier in der Karriere die zwei Hillclimb Klassen,
Einmal die alte, unter anderem auch mit dem Audi Quattro S1, die moderne Hillclimb-Klasse, die klassische Rallycross, die 1600er Rallycross und die Rallycross Supercars. Ihr seht schon, wir haben wahnsinnig viel Auswahl in Dirt Rally. Das ist auch echt so. Aber wo fängt man natürlich an? Am Anfang, bei den 60ern. Wir hatten hier zur Verfügung einen Mini Cooper S, einen Lancia Fulvia HF und einen Renault Alpine A110. Was bei den alten noch ganz faszinierend ist, der Mini und der Lancia Fulvia haben tatsächlich Frontantrieb und Vierganggetriebe. Der Renault Alpine hat Heckantrieb und Fünfganggetriebe. Und genau das werden wir uns ansehen. Oder werden wir nicht? Werden wir ein Fulvia? Oder sollen wir ein Mini? Nee, Mini fährt jeder. Wir fahren nicht Mini. Wir fahren Renault, um euch es zeigen. Ja, den habe ich jetzt gekauft. So, sehr gute Wahl. Sobald wir zur Etappe angetreten sind, müssen wir die Reparaturen unterwegs durchführen. Ich denke, wir sollten unser Team mit Hilfe der Punkte erweitern, die wir noch haben. Gehe zum Abschnitt Teamverwaltung, um einen Techniker einzustellen. Ja, also man kann hier tatsächlich sehr, sehr viel um das Team rum auch einstellen. Also es ist nicht nur stumpfes Rallye-Fahren, es ist auch ein bisschen Strategie. Es ist Fahrzeugeinstellungen, es ist... Wow! Du hast hier Zugriff auf dein Team und kannst es hier verwalten. Wie du sehen kannst, habe ich deinem Team-Rating 5 Punkte hinzugefügt, weil du Teil des Teams geworden bist. Wenn ich meine Fähigkeiten weiter ausbaue und wir mehr Techniker anheuern, wird dieses Rating ansteigen. Ein höheres Team-Rating erlaubt es uns, mehr Reparaturen zwischen den Etappen durchzuführen. Lass uns einen Techniker-Slot kaufen und unseren ersten Techniker anheuern. Ja, dann tun wir das doch einfach mal. Wir haben einen Teamleiter und hier kaufen wir uns einen Techniker. Einige Techniker sind in gewissen Bereichen geschickter als andere. Du solltest daher darauf achten, wie sie in das Team passen, indem du ihren Beitrag zu unserer Teamfertigkeit bewertest. Achte auf ihr Gehalt und die Vertragsdauer, bla bla bla. Es ist nicht so interessant. So, wir haben jetzt noch 7500 Credits, seht ihr oben rechts in der Ecke. Und hier haben wir ganz viele Techniker. Die sind aber tatsächlich nicht alle gleich teuer, aber alle gleich gut, wenn ich links oben die Teamfertigkeit angucke. Im Gesamten sind alle gleich gut, die haben alle die gleiche Teambewertung. Erst hier werden sie besser und die können wir uns nicht leisten. Ja, dann ist es ja eigentlich... Ist irgendwas, was man richtig nicht aussprechen kann? Sensini. Nehmen wir doch den Sensini mal. Das hatte ich nicht vor. Hallo? So. Den Sensini will ich. Ja, ich will den Sensini einstellen. So, jetzt haben wir einen Techniker. Wir haben einen Teamleiter. Und dann können wir ja los und Meisterschaften fahren. Da werde ich jetzt einfach mal die erste Etappe fahren, dass ihr das auch mal gesehen habt. Hier kannst du wählen, in welcher Disziplin du antreten möchtest und Details zur Meisterschaft ansehen. So, wir können sagen, wir fahren eine Open-Meisterschaft. Wir fahren eine Open-Meisterschaft in England. Also einmal in Griechenland, einmal in England. Da darf ich noch nicht. Und eine Open-Meisterschaft auf dem Pikes Peak. Nein. Griechenland oder England? Ich zeige euch jetzt... England. Ich zeige euch jetzt England. Das ist Rallycross. Oh, dann muss ich natürlich Rallye fahren. Wähle eine Lackierung und anschließend dein Fahrzeug, um das erste Event in der Meisterschaft zu beginnen. Das Team wird sich umgehend selbstständig mit dem Fahrzeug vertraut machen. Hoffentlich haben wir bis zum Ende des Events dann ein Upgrade für dich. Jo, wir haben natürlich den hier gekauft. Die Lackierung lassen wir jetzt mal so, oder? Was haben wir da? Schöneres? Nein. Mir gefällt schwarz. Ich mag schwarz. Wir lassen das kurz schwarz. Und jetzt gehen wir nach Argolis in Griechenland. Pomona Ekrixi oder so. Also man muss nicht immer alle Namen aussprechen können, ne? Das ist... So. Ja, das bin ich mit dem Renault Alpine A110. Wir fahren natürlich gegen auch andere.
Was ich jetzt ganz schnell noch gucken muss, wie ich die Steuerung eingestellt. Ah, nee, kann ich hier gar nicht. Kann ich hier tatsächlich nicht. Wir könnten natürlich auch das Fahrzeug-Setup einstellen. Ja, ja. Da ich noch nicht viel Erfahrung mit dem Fahrzeug habe, werde ich dieser Einstellung mal nichts ändern. Die sind eigentlich von Grund auf sehr gut eingestellt, also auch für fortgeschrittenere Fahrer jetzt. Die sind sehr gut eingestellt von Anfang an. Man kann natürlich sehr, sehr viel noch zusätzlich beeinflussen, sage ich jetzt mal. Allein die Radaufhängung und die Stoßdämpfung macht so viel aus, wenn die anders eingestellt sind. Und die Bremsbalance genauso. Die ist hier leicht auf vorne. Ach ja, der Renault Alpine hat Heckantrieb. Ja, das ist okay. Gehen wir hier zurück und machen eine. Ja, und da genau an diesem Moment anfangen, die Festplatte vollgelaufen ist, so, haben wir jetzt komplett Griechenland so hübsch einfach, was verpasst. Durch einen Fehldruck von mir. Sind wir uns eine Etappe weiter? Wir sind in Monte Carlo, Monaco. Auf der Etappe 1 Col de Turini. Den Rest werde ich jetzt nicht aussprechen, da meine Sprachkenntnisse nicht die besten sind. So, und da mein Lenkrad jetzt gerade auch noch keine Lust hatte, kann ich wahrscheinlich gleich, ich hatte den Fall gerade eben schon, kann ich wahrscheinlich gleich erstmal das Lenkrad einstellen. Natürlich kann ich erstmal das Lenkrad einstellen, weil er das nämlich jetzt nicht mehr gecheckt hat, dass das Logitech angeschlossen ist. Wieso auch immer, die Aufnahme nur mit 20 FPS läuft im Moment. Er sagt zumindest, dass sie mit 20 FPS läuft. Ob dazu habe ich irgendwas? Ich bin extra mit der Voreinstellung. Ah, ich weiß warum. Hier, Multisampling. Aus. Das braucht keiner. Und weiter. So, und jetzt sollten wir in den Optionen noch das Getriebe einstellen. Ich will natürlich manuell H-Schaltung mit Kupplung. Wir fahren ein schönes altes Auto. Da sollte man das auch machen. Da tun wir das nämlich nur kurz neu starten. Wir haben noch 8 Testfahrten. Und dann versuchen wir das Ganze jetzt mal mit H-Schaltung und mit Kupplung. Ja, das, was ich hier zusammengefahren habe, sieht doch gar nicht so schlecht aus. Die Aufnahme ruckelt ganz leicht. Also in-game ruckelt es wirklich ganz leicht. Da werde ich jetzt gleich nochmal eine Kleinigkeit überarbeiten. Ich werde mir den Grafikeinstellungen nochmal ein Stück zurück. Da das während der Aufnahme tatsächlich in Monaco tatsächlich noch Leistung schluckt, das hat mich jetzt fast gewundert. Hier ist alles okay. Bei der Steuerung möchte ich, genau, Vibration und Feedback. Ich bin schon überall bei 110%. Ja. Denn ich möchte gern überall auf 120, weil es ist echt schwach. Also, keinerlei Rückstellkräfte. Also, was heißt keinerlei? Es ist relativ schwächlich im Moment. Das kann sein, ich muss es nochmal neu konfigurieren, da ich es zwischendurch mehrfach ausgesteckt hatte. Und so, das funktioniert. Und dann noch die Grafik. Die Aufnahme sollte doch etwas
flüssiger laufen und gehen wir halt auf Mittel. Man sieht ja kaum einen Unterschied. Also wirklich kaum. Ja, das bringt natürlich gleich ganz viel. Und dann... 4, 3, 2, mal los. Ja, Rückstellkräfte sind besser, tatsächlich. Komm. Sekunden voraus, das sieht gar nicht so schlecht aus. Boah. Das war wahnsinnig knapp war das. Auf eine Kehre zu. Boah, da hat er über die Vorderachse geschoben. Also auch die alten Autos mit Heckantrieb können das. Eis ab hier, okay. Oh ja, das merkt man. Oh. Kein Dreher. Komm. Das war schlecht. Komm, 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 komm. Muss die Zeit noch holen. Mit dem Eis muss man erstmal klarkommen. Das ist echt nicht einfach zu fahren. Ich bin bisher, ich muss ehrlich zugeben, noch nicht auf Eis gefahren. Das ist mein erstes Mal. Ich habe ein bisschen Zeit verloren. Das ist der letzte Teilabschnitt. Wow! Und das war's. Das war eine Kurve zu schnell genommen. Total Schaden. Oh, oh, oh. Ja, dann seht ihr auch, wie das aussieht. Totalschäden sind nichts Schönes. Bei einem ist die Scheibe gesprungen. Ich bin komplett ausgefallen. Das ist nicht schön. Kasus ist hier übrigens schon bessere Zeiten gefahren. Einfach um das mal gesehen zu haben. Ich suche gerade die Taste 2. Was? Neu starten? Ne, nein, hatte ich nicht vor. Nein! Ah, hier, weiter. Ja, 16. Platz belegt. Gibt's ein bisschen was? Bonusprämie, gibt's ein bisschen was? Reparaturkosten, 3.400 Credits. Prämie gesamt, nichts. Obwohl ich eigentlich nicht mal so schlecht gefahren bin, aber... Zwei Events als letzter abgeschlossen. Da kann man leider nicht viel reißen.
Ja, die nächste Etappe wäre dann tatsächlich Finnland. Die werden wir uns jetzt hier nicht ansehen. Die werden wir uns jetzt hier nicht ansehen. Die habt ihr eventuell schon im Olase-Livestream gesehen, den es dazu gab. Den könnt ihr euch übrigens immer noch anschauen. Wir machen hier und aber. Speichern und zurück zu den Menüs, bitte. Speichern und zurück zu... Nein! Zurück! Ich muss die Tastenbelegung vom Lenkrad noch üben. Ja, es tut mir leid. Jetzt werden wir uns noch kurz ansehen. Ein bisschen Hillclimb. Da muss ich ehrlich sagen, ich bin wahnsinnig schlecht. Nein, da hatte ich was. Man kann im Endeffekt nur Pikes Peak bemischte Oberflächen, Pikes Peak Schotter. Wir fahren auf Pikes Peak. Das ist ja mal egal. Wir fahren Sektor 1, Sektor 2, Sektor 3. Wir probieren Sektor 2. Ja, okay, die sind alle so... Ah, komplette, man kann auch die komplette Strecke fahren. 19,9 Kilometer. Nee, danke. Wir fahren Sektor 1. Wir fahren Sektor 1. Aber wir fahren jetzt einfach mal ganz klassisch den Audi Sport Quattro S1 Pikes Peak. 598 PS, 1000 Kilo, 6-Gang Allrad. Das ist ein Monster. Das ist ein richtiges Monster. Die meisten werden dieses Fahrzeug kennen. Ursprünglich gefahren vom lieben Walter Röhrl. Und hier habt ihr die Möglichkeit, das Teil in einer Rallye-Simulation zu fahren. Genauso fährt er sich nämlich auch. Er ist nahezu unfahrbar. Oh, der Lucky spielt Sanctum 2. Das ist schön. Pikes Peak, USA, Etappe 1, Sektor 1. Mit dem Audi Sport Quattro. Ich werde kein Training fahren. Ich fahre ihn auch mit H-Schaltung. Hört euch den Sound an. Und das ist gar kein Vergleich zu den Rallye-Fahrzeugen aus den 60ern. Und ihr merkt, beim Hillclimb gibt's keine Anweisungen vom Beifahrer. Fuck! Halt an! Okay, wir sind 8 Sekunden hinterher. Oh fuck, oh fuck! Und das gab jetzt Strafe, weil ich in die Menschenmenge gerast bin. Also die Zeit wäre schon mal dahin. Aber wir können mal gucken, was wir hier noch gerissen kriegen mit dem Audi Quattro. Wie gut, dass ich die Strecke nicht auswendig kenne. Nein, ich kenne Pikes Peak tatsächlich nicht. Ich kann euch aber mal andere Ansichten zeigen. Das kann ich im Audi machen. Einfach mal die... verschalten. Ja, ich fahre jetzt gerade etwas langsamer, um den Audi nicht sofort zu Schrott zu fahren. In der Außenansicht hört man sehr gut, wie gut
der Sound vom Audi nachgemacht wurde. Das ist gigantisch. Oh. Komm, zurück zur Strecke. Komm, komm, komm. Auch noch eine etwas weit. Oh! Das war tatsächlich die erste Etappe. 3 Minuten 40 habe ich gebraucht. Damit gehöre ich zu den schlechtesten. Ja, ich brauche tatsächlich im Hillclimb noch wahnsinnig viel Übung. Aber ich hoffe, dass damit ist gerade tatsächlich, hat sich dort Rallye geschlossen, weil ein Kernel-Update zur Verfügung steht. Das ist aber nicht schlimm. Es funktioniert ja. Wir machen hier gerade weiter. Ja, wir sind das Ganze gefahren. Er lässt mich jetzt hier nicht zurück. Das ist... Da müssen wir noch üben. Dein Fahrzeug wurde nicht repariert. Ich will hier... zurück. Das interessiert mich doch jetzt nicht. Ich will zurück. Er lässt mich nicht zurück, wenn ich zurück... Möchtest du wirklich speichern und beenden? Ja! Hallo? Ja! Tastenkombination am Lenkrad. Man sollte sich die Dinger beschriften. Das ist kein Scheiß. Was jetzt natürlich noch fehlt, was ich euch noch nicht gezeigt habe, ist selbstverständlich der Rallycross. Im Endeffekt nichts anderes wie ein Rundkursrennen im Turniermodus. Man kann hier Turniere, richtige Turniere fahren, mit Vorlaufrunden, mit Halbfinalrunden, mit allem drum und dran. Und wir werden einfach jetzt mal nur ein Finale fahren gegen normalstarke, leichte oder normalstarke KI. Wir machen mal normal. Wir machen mal Normal-KI, wir fahren auf der Clubman-Strecke und wir fahren klassischen Rallycross 1600er Super... Komm, Königsklasse. Es gibt einen DS3 Citroën, wenn ich es richtig weiß. Also DS, Edeltuner von Citroën. Ein Ford Fiesta Rallycross, einen Volkswagen Polo Rallycross, einen Peugeot 208 WRX, ein Mini Countryman, Gottes Willen bist du hässlich, Rallycross. Und ein Subaru WRX STI. Und den werde ich fahren. Einfach, weil ich ein kleiner Subaru-Fanboy bin. Fahren wir auch? Ich fahre jetzt auch mit Shifter. Oder soll ich auf... Ich überlege jetzt gerade. Nee, ich werde hier nicht mit Shifter fahren. Ich werde hier mit sequenzieller Schaltung fahren. Einfach, weil es aktuelle Fahrzeuge sind. Das ist schön, dass man das immer wieder umstellen kann. Mit Kupplung, mit Pedals, mit allem drum und dran. So, wie man gern möchte. Finale. Der Gewinner ist Eventmeister. Ja, wir fahren nur ein Finale. Gegen andere. Logischerweise. An Rennen teilnehmen. Jetzt können wir hier kurz in die Optionen. Und ändern die Einstellungen. Manuell sequenzielle Schaltung. Und dann... Das hat super angefangen. Ja, was ich hier gerade gefahren bin, boah, war die Joker-Runde. Die muss man in jedem Rennlauf einmal voll fahren. Es stimmt hier, Moment, es stimmt was nicht. Es stimmt was nicht und ich weiß auch was. Mein Lenkrad ist gerade lose. Das Auto hinter dir hat die Joker-Runde bekommen. Ja, die Joker-Runde, die fahren wir nämlich gleich. Ich habe mir das irgendwann angewöhnt, die gleich in der ersten Runde zu fahren, weil es sind 6 Runden immerhin. Na, komm wieder raus aus dem Schotter. Komm. Ups.
Hey! Ja, und so schnell wäre ich letzter durch einen Dreher. Und der Subaru ist, ich muss es einfach sagen, wahnsinnig schwer zu fahren. Also der fuhr sich der Audi Quattro doch um einiges einfacher. Und ihr seht, wie schnell man hier Fehler macht. Also auch Gerangel, das ist beim Rallycross normal. Wer es schon mal gesehen hat, es wird, ich weiß gar nicht, ob es in Deutschland überhaupt übertragen wird, offiziell. Rallycross ist ein verdammt harter Sport. Aber es macht sowohl Spaß zum Zugucken, als auch zum Fahren. Aber wir holen hier noch ein bisschen auf. Ich habe noch 2 Runden Zeit. Und das war... Ja, komm schon. Au. Verbremser. Und man merkt auch, an der Spur vom Subaru stimmt etwas nicht mehr. Er zieht stetig ein bisschen nach links. Und ich finde persönlich, der Subaru ist viel zu kurz übersetzt. Wahnsinnig tricky zu fahren. Mindestens ein Platz muss noch werden. Und Vollgas. Komm schon. Oh, ihr seht, meine Front ist dezent beschädigt. Ja, der ist nicht einfach zu fahren. Ich habe es noch einen dritten geschafft. Trotz meinem Dreher am Anfang. Ich hoffe, das hat so ein bisschen Anreiz gegeben. Nein, ich will nicht neu starten. Quatsch. Das starten wir jetzt nicht neu. Ich hoffe, ich habe jetzt euch so ein bisschen einen Einblick geben können, was Dirt kann. Dirt ist ein wahnsinnig tolles Spiel. Es bringt so viel zusammen. Es bringt so viel Fahrphysik, so viel grafische Schönheit, muss ich dazu sagen. Einfach alles zusammen. Ich finde, es ist das beste Rallye-Spiel, das es bisher gab. Ich habe auch viele WRC-Teile gespielt. Keiner davon kommt an das hier ran. Und das finde ich sehr, sehr gut. Und besonders für Linux-Gamer wahnsinnig gut, weil es, ich glaube, der erste Titel dieser Art ist, der so, ich finde, überzeugen kann. Und das, hoffe ich, konnte ich euch so ein bisschen wiedergeben. Ich würde mich freuen, wenn ich eure Meinung dazu höre, wenn wir unten in den Kommentaren drüber diskutieren können. Schreibt's rein, was ihr davon haltet, was ihr denkt. Und natürlich auch, ob euch das Video gefallen hat. Und bis dahin sage ich, wir sehen uns hoffentlich im nächsten Holase-Video. Wenn nicht von mir, dann von jemand anderem von uns. Und bis dahin, macht's gut, haut rein, bis zum nächsten Mal und ciao.